Hallo ihr Lieben, so das letzte Mal jetzt von hier zu Hause. Ich denke mal, bei meinen Schwiegereltern werde ich nichts aufnehmen. Genau, ich war wieder unten, ich habe euch ja jetzt die Verlosung hergerichtet und habe auch gleichzeitig noch, ich habe das Handy wieder in der Hand, irgendwie wird es jetzt gerade zum Alltag, zur Gewohnheit, genau, habe auch von meiner Tochter jetzt diese Blöcke runterbekommen, weil ich jetzt einfach, die haben heute so krass mitbekommen, was ich hier veranstaltet habe. Ich habe sämtliche Klarsichtboxen aus dem Zwischenlager geholt mit allen Kindersachen und habe die komplett durchgeguckt. Und ich kann es ja mal spoilern. Muss aufpassen. Meine Tochter. Genau, da hinten stehen lauter Klarsichtboxen, für die ich noch nichts habe. Und et voilà, hey, schaut euch das mal an. Ich habe wirklich mal angefangen, Projekte anzufangen. Ich hatte ja diese drei Girly-Blöcke. Und habe da jetzt wirklich mal angefangen, ein Album zu machen. Ich habe nämlich stabile Graupappe von meiner Oma gefunden, zwei riesengroße Bögen. Und habe jetzt einfach hier diese zwei Alben angefangen und habe hier auch den Block schon bereit liegen, um da einfach voll durchziehen zu können. Ja, genau. Und dann war ich unten, als ich euch die Bastelpakete fertig gemacht habe und habe mir gedacht, komm, jetzt pfeift drauf. Ich habe so viele von diesen Lux Paper Blocks und von diesen Creative Paper Collections. Nicht wundern, hier läuft YouTube mit Kinderliedern. Meine Tochter liebt Lieder. Okay, dann darfst du die Lieder hören. Genau. Und dann habe ich mir die hier einfach raus und habe mir die alle mal angeguckt. Und werde die jetzt dann auch noch nach den Ferien in den Kindergarten geben. Und ich habe mir tatsächlich welche wieder zurückgenommen. Ich habe mir tatsächlich jetzt hier diese sechs Papierkreationen doch wieder rausgeholt, weil ich einfach gesagt habe, boah, damit habe ich definitiv was im Kopf, was ich anfangen möchte. Und wenn ich es nicht komplett nutze, dann zu einem großen Teil. Und dann wandern die auch in den Kindergarten. Und auch in den Kindergarten werde ich erst nach den Ferien gehen. Das heißt, ich lege die mir jetzt hinten hin und werde die im Laufe der Ferien aussortieren. Genau. Und dann einfach mal gucken, was ich hier so verarbeitet bekomme. Genau. Und ich bin so krass glücklich. Ihr habt es ja schon in der Verlosung gesehen, wie viel unten im Schlafzimmer hinten an meinem Bastelregal jetzt gerade rumsteht. Also es ist echt übel und ich bin meiner Mama so dankbar, dass ich die Erinnerungen von den Kindern wirklich bei ihnen auf dem Dachboden einlagern darf. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin, weil wir hier in dem Haushalt einfach echt, wir haben keinen Dachboden, wir haben zwar einen Kellerraum, aber keine richtige Lagerfläche, weil der Keller irgendwie alles ist. Dieser Keller ist Vorratskeller, Musikkeller, Technikraum, Lagerfläche, alles Mögliche. Und da bin ich meiner Mama so krass dankbar, dass ich die Sachen dahin bringen darf. Ja, aber wie gesagt, also von denen hier konnte ich mich dann letzten Endes doch nicht losreißen, weil schon irgendwohin so ganz tief in mir so ein kleines Träumchen ist, mal Urlaub auf Hawaii zu machen. Und genau deswegen habe ich mir den mitgenommen. Ja, genau. Und die sind halt einfach auch echt voll schön. Was mich schockiert hat, war, die beiden waren noch gar nicht offen. Also man sieht, ich habe es zu ungeduldig aufgerissen. Ich könnte es euch jetzt nicht mal mehr irgendwo in ein Bastelpaket reinpacken, weil ich schlechtes Gewissen hätte, dass das hier kaputt ist. Aber das hat mich halt geschockt, wirklich, dass diese beiden überhaupt nicht offen waren. Und ey, schaut euch mal an, wie hübsch das ist. Da sprühen die Ideen. Na? Also auch hier, das ist doch total hübsch. Da denke ich mir dann auch so, warum wollte ich das hergeben? Ich habe ja noch nicht mal reingeguckt. Also auch gerade hier. Und so. Schau ich das an. Ich liebe das ja. Das sieht aus wie so zerknülltes Papier. Wie so weißes Verpackungsmaterialpapier. Und ich liebe das. Und ich denke mir dann auch, warum habe ich da nicht einmal reingeguckt? Echt. Ja, ich wiederhole mich. Aber sowas triggert mich dann halt einfach auch. Genau. Die dürfen bleiben, ausnahmsweise.
mit dem habe ich schon Ideen. Den werde ich mir jetzt wahrscheinlich dann gleich nehmen und auch irgendwie wieder vorbereiten. Es ist ja nicht so, als hätte ich hier nicht genug zu tun. Ja. Nein, ich muss hier gleich wieder durchstarten. Nee, ich denke wirklich, ich mache es echt so, dass ich mir die jetzt einfach stapel und hinten hinlege. Und wenn ich am Dienstag dann wieder heimkomme, dann werde ich mir nach und nach diese Blöcke nehmen und die einfach ganz in Ruhe durchgucken. Genau. Also mal wieder was umgeschmissen. Es ist echt so krass schlimm. Und momentan hat es auch nicht wirklich arg viel mit Basteln zu tun. Was ich jetzt heute Abend gerne noch machen möchte, wenn die Kinder im Bett sind und ich alle To-Dos erledigt habe, auch betreffend der ganzen Vorbereitung mit der Fahrt zu meinen Schwiegereltern, da nehme ich mir definitiv eins dieser Alben und werde da ein bisschen was basteln. Ich mache es nämlich diesmal so, ich bereite die Seiten uneingebunden vor und binde die ein, wenn sie vorbereitet sind. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger, ist ein bisschen unhandlicher. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich das hier behalte oder ob ich das einem Bekannten schenke, wenn es fertig ist, weil das passt einfach so zu ihm. Der ist nämlich der Michael Jackson in Füssen und ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie, das passt zu ihm. Der macht Michael Jackson, der macht Tina Turner, der Patrick ist einfach so eine geile Socke. Echt ohne. Ich kann es nicht anders sagen. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich ihm dann einfach so ein paar Fotos ausdruck von ihm bei Auftritten. Ich habe eine Bekannte, die ganz, ganz viele Fotos macht. Und bin am Überlegen, ob ich die frage, ob sie mir ein paar Fotos zukommen lässt. Und dann, ja, würde ich ihm das einfach herrichten und ihm das nächstes Jahr in Füssen dann, wenn ich Pfingsten dort bin, dann einfach schenken nach dem Ding, nach dem Meet and Greet oder nach der Autogrammstunde. Und ja, bin ich echt am Überlegen, weil ja, das ist halt Bärchen-like Michael Jackson, ne? Das ist halt voll er und ja. Mal gucken, ich bin ja froh, dass er meinen Kreativkanal nicht kennt. Also nichts verraten, ne? Genau, bin ich wirklich am Überlegen. Aber ich bin einfach total happy und ja, ich denke mal, ich werde euch da heute Abend dann wieder mitnehmen. Genau, weil es einfach Spaß macht und ja, ich gehe da gerade voll auf, hey, euch da irgendwie auch so normale Standardeinblicke zu zeigen, so Bastler im Gewissenskonflikt, ne, hier so, müssen wir behalten, ne. Ich sehe, meine Nägel sind gerade echt lediert. Da muss ich mich jetzt auch mal drum kümmern. Genau, ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Nachmittag. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hier ist mein Nagel eingerissen beim Aufräumen. Muss reparieren. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.